So, Leute, hier sind wir wieder mit einem neuen Part von Let's Play Super Paper Mario. Und ich habe ja gerade gespeichert und wir sind jetzt hier oben im Baum und drücken mal diesen Knopf hier, so. Was bringt denn uns? Ach so, okay, ich gehe wieder hier durch, so. Jetzt hat sich im Baum einiges geändert. Jetzt sind Plattformen da, so. Und auf diese muss man aufpassen, auf diese komischen Gesangsblumen hier. Gatsch, gatsch, gatsch. So, nein. Was ist das denn? Sauseltränen. Eine traurige Flüssigkeit, die KP und Vergiftung heilt. 3 KP, nee, brauche ich nicht. Nee, möchte ich nicht haben. Ja toll, direkt da drauf. So Quatsch. So eine Scheiße. So und. Na? Nein! Warte. Auch Bowser. Na toll. Doch, ich hab's noch besiegen können. Ich denke, Bowser ist hier um einiges hilfreicher, wenn es um die Gegnerentsorgung geht. Und warum geht das? Boah, das ist doch Kacke. Boah. Das meine ich mit diesen blöden Blumenviechern. Na, Moment mal. So, Quatsch. So. Ey. Oh. Ja, ich mag diesen Baum nicht. Oh, mir juckt die Nase. Hüpf, nein! Oh Gott! Da komm ich auch. Ich will doch da hoch, Mann. Wenn der Prophet nicht zu Berge kommt, dann muss der Prophet halt zu Berge kommen. Na toll, oder ja. Hallo, geh mal hoch. Schneller auf jeden Fall. So, wunderbar. Ich kann ja auch so rüber, so. Du bist ein Scheißviech, bist du, so. Eine Leiter, na toll. Jetzt ist auf einmal eine Leiter da. Ah, Moment mal. So, nein. Oh, auch gut, so. Patsch. Hey. Oh, Entschuldigung. Oh, ich muss den niesen. Dann jetzt müssten eigentlich rosa Plattformen da sein. Ja, toll. Und, oh, Gott. Wenn dieses blöde Viech nicht da wäre, lass mich doch in Ruhe. Boah, blöde Drecksscheißblume, Arschding, so. Na nix hier, batsch, so. Da oben steht aber natürlich sofort wieder eins. Ich mache mal aber sofort mal eben kaputt, so, batsch. So, hoch damit. Was haben wir hier? Boah, natürlich wieder so ein komisches Arschding. Und wie soll ich da hochkommen? Ich nehme mal Mario. Ach Gott. Und da ist eine Röhre, sehe ich gerade. Erstmal, weil er was davor war. So, rein damit. Rein damit, ja. Ach. Na, das ist eigentlich ganz einfach. So, dann nimmt man nämlich jetzt Plateau. Denn ich kann ja so machen. Und dann werde ich nicht davon getroffen. Na toll. Na toll. Aber Moment mal, was passiert denn, wenn ich... Ja, das wird mir gar nichts bringen. Nur. Ja. Oh, ich werde dann natürlich immer sofort ans Ende zurückkatapultiert. Ist doch ein Scheiß. Und gleich bin ich tot. Ich kann das ja auch so machen. Ich bin blöde. So. So. Ziemlich praktisch, dieses Pixel, finde ich. So. Und hüpf. Und schon sind wir draußen, so. Nein, will ich nicht, so. Oh, und ich denke, ich werde gleich wieder einen Pilzmix nehmen. Wenn ich hier raus bin. So. So. Na toll. Oh. Immerhin wird mir nur ein Punkt dadurch abgezogen, so. 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 Und wir haben es geschafft. So, wunderbar. Rein damit.
Und es ist ein blauer, eine blaue Plattform da, so, und batsch, 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 so. Bestimmt wieder, ja, natürlich. Ja, wie setze ich das denn am besten ein? Jetzt muss ich mal überlegen. Moment mal, mir fällt gerade mal was ein. Ich nehme einfach mal Kravumso, das sollte eigentlich klappen, so. Ja. Und batsch, so. Und hoch, hoch damit, so. Und ich wieder. Was steht denn hier? Verwende Kravumso erneut. Warum das denn? Ah, ich lasse erstmal das komische Ding hier runterkommen. Ah, ich weiß schon, was sie meinen. So, batsch. Oh Mann, du blödes Arschding, so, verreck. Und wenn man Kravumso benutzt, dann hat man ja immer noch so ein bisschen Zeit. Okay, das. Ich versuche es mal, vielleicht hilft das ja was. Ja, wunderbar, so. Ja, und ich werde jetzt erstmal mir einen Pilzmix zu Gemüte führen und ich habe kaum noch welche. Egal. Ja, das hätte ich eigentlich kaputt machen wollen, aber egal. Hoch damit. Hüpf, ne? Was haben wir denn hier noch? Gehe ich da rein oder gehe ich da nicht rein? Na, ich werde einfach mal reingehen, so. Was haben wir denn hier? Moment mal. Boah, geh weg von mir, geh weg von mir, so. Fahr weg, so. Was sollen wir das denn jetzt? Also hier komme ich nicht durch, also das ist mies. Also mir fällt auf jeden Fall nicht ein, wie ich da durchkommen soll. Ich werde erstmal hier weiter durchgehen, so. Wow, achso. Jetzt nehme ich erstmal wieder Peach, damit die da rüberfliegt. So. Vielleicht finden wir ja hier noch was, indem wir 3D-Sicht einsetzen. Nein, nicht wirklich. Moment, so. Da war doch noch eine Röhre. Hier nämlich, so. Ich geh einfach mal hier rein. Kettenhunde. Kein Problem mit Bowser, so. Verreck. Na toll. Okay, das hilft gar nichts. Ja, das bringt mir reichlich wenig. Mich kommt da zwar nicht dran, aber kann ich Wurfobitz vielleicht verwenden? Okay, ich könnte ihn zwar verwenden, aber er bringt mir eigentlich nichts. Fress ja auch Kravumso. Ach Mann. Ich habe eine Idee, Moment mal. Vielleicht hilft das ja ein wenig. Okay, der war scheiße platziert, so. Und er bringt mir überhaupt nichts. Was ist das denn für eine... Moment mal. Nehmen wir doch einfach mal Stampfo. So, und batsch. Ja, Stampfo bringt was. So, batsch und batsch. Na toll. Aua, oh. Okay, immerhin ziehen die nicht sonderlich viel ab, so. Okay, der ist schon mal tot, so batsch. Na toll. Und batsch. Aber das sind nicht mal die gefährlichsten Pixel da schon. Die gefährlichsten Kettenhunde hier. Es kommt später dazu. Peach 2. Na toll. Hat mir ja wunderbar viel gebracht. Ich habe eine Peach-Karte gekriegt. Dann muss ich wohl oder übel doch hier hoch. Das hier irgendwas, wenn ich 3D-Sicht einsetze? Nee. Das bringt mir überhaupt nichts.
Boah, Schwein gehabt. Ah ja, Schwein gehabt. Na, schauen wir doch einfach mal, was ist denn das für eine Peach-Karte? Schauen wir mal einfach rein. So, nein. Nein, nein, nein. Nein. Habe ich die denn? Nein, was ist denn Interfret? Ah, hier, Peach 2. Im Hochzeitskleid. Peach sieht großartig in ihrem Hochzeitskleid aus. Na toll. Unwichtig. Trotzdem würde ich mal ganz gerne wissen, wie ich hier durchkommen soll. Kann jemand mit Tippi sehen? Aber was sind das denn für Viecher? Guck dir die an. Guck dir die an. Guck dir einer die... Diese miesen, fiesen... Ach Gott, was ist das für ein Scheiß? Ich muss bestimmt Tippi einsetzen. Warte mal. Wenn ich sie mal einsetzen könnte, heißt es. Hallo. So. Oh, meine Wii-Fernbedienung ist voll von Arsch. Hallo, hier. Leute, ich mache mal ganz kurz Pause. Oh, mir ist eingefallen, ich habe ja Tippi gar nicht. Wurde mir ja von Konrad geklaut, dem alten... Machen wir es halt so. So einfach geht's. Ich glaube, ich hätte gar nicht da durchspringen müssen. Ich hätte mich einfach dadurch ein bisschen springen müssen und dann... Ach Gott, was mache ich denn so? Na toll. Ach, Quatsch. So. Nein. Nehmen wir wieder Krawum so. Stellen wir einfach hier drauf. So. Springen hier hoch und... So. Das sollte mir jetzt gut weitergeholfen haben. Das hat es auch, denn da oben ist jetzt eine Plattform. Ich brauche wieder Peach. So. Oh, mein Auge juckt. Ach, so. Hm. Ich denke, ich muss wieder Mario einsetzen und seine 3D-Fähigkeiten. Ja, so hüpf und hüpf. So, und hier ist wieder ein... Boah, habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Quatsch, so. Blub, blub, blub. Ah. Immer kaputt, so. Was haben wir denn da? Okay. Was nehme ich denn dafür? Ah, Moment mal, ich kann, glaube ich, Stampfer dafür verwenden, oder? Schaue ich einfach mal so. Quatsch. Ja. Mit einem schönen blauen Pilz darin. So, und ich habe ein Level abgekriegt. Ich müsste jetzt, glaube ich, Level 8 sein oder so. Nein, auf Level 7, egal. So. Das heißt, es ist einfach nur ganz lange runterfallen lassen. So, wunderbar. Hui. So, einfach nur bis ganz zum Ende. Ah, nee, okay. Nicht bis ganz zum Ende, aber... Mal ein bisschen schneller da. So, wunderbar. Und jetzt sind wir ja wieder hier oben und hier ist auch die Tür. Da speichere ich sofort nochmal... Speichere ich sofort nochmal das ganze Speicherblock-Dingen voll. So, ja, speichern möchte ich. Ja, bitte, so. Und jetzt sind wir endlich hier. Ich mache an dieser Stelle erstmal wieder Schluss und sage bis zum nächsten Part, Leute. Also, ciao.